Ich bin Berater für Energiemärkte. Ich muss täglich wirklich die Energiewelt mit IT-Welt verbinden, weil ich muss die regulatorischen Änderungen entstehen in IT-Sprache übersetzen. Das ist meine Aufgabe. Ich schreibe Konzepte mit Anforderungen und erkläre den Kunden, welche regulatorischen Änderungen kommen, was die von Herausforderungen, was heißt es genau für den Kunden, je nachdem, welche Marktrolle der Kunde hat. Und das mache ich auch nicht alleine. Das heißt, ich arbeite fast immer in Teams und das gefällt mir sehr. Wir machen täglich Daily Scrum, wo wir mit meinem Team austauschen, was für Aufgaben für den Tag entstehen. Unsere Kunden profitieren davon, dass wir nicht nur Spezialisten für Energiemärkte sind, sondern dass wir auch gleichzeitig Softwarehersteller sind. Das Thema Weiterbildung und Präsentationen bei Konferenzen und Fachartikel zu schreiben war für mich sehr wichtig. Ich schreibe mindestens einmal pro Jahr einen Artikel, der publiziert wird. Das heißt, ich doch mache ein bisschen Forschungsarbeit. Ich bin normalerweise in meinem Büro in Leipzig. Das kommt mir sehr gut entgegen wegen Familie. Ich habe eine 2-jährige Tochter und wenn man sie fragt, was macht Mama so alles am Tag, dann sagt sie, ja, Mama isst Kuchen, Mama spielt und Mama schreibt Texte. Überraschenderweise Arbeit und Familie zu kombinieren klappt. Ich kann Homeoffice machen, auch ohne großartig das im Vorfeld zu planen. Und ich habe auch flexible Arbeitszeiten. Das bezeichnet für mich auf jeden Fall familienfreundliches Unternehmen. Leipzig ist einfach voller Energie in alle Sinne des Wortes. Ja, das ist nicht nur Energieunternehmen sind hier, sondern es ist eine sehr junge Stadt, sehr dynamische Stadt. Es gibt viele Studenten. Leipzig ist eine sehr familienfreundliche Stadt. Wir haben sehr schöne Parks. Das benutzen wir natürlich auch mit meinem Team oder auch mit größeren Runden. Nicht nur mit meinem Team gehen wir öfter dann mal grillen ins Park. Ich freue mich jeden Tag hier zu kommen. Es ist sehr abwechslungsreich und das ist immer was Neues. Dass ich nach 4 Jahren immer noch Spaß an der Arbeit habe, ist ein gutes Zeichen. Audio Jungle.